Heute habe ich die liebe Anja bei mir. Hallo. Und wir beide machen nämlich heute die DM-Challenge. Wir waren gerade eben schon beim DM und haben dort mal ein bisschen rumgestöbert, denn es ist gar nicht mal so einfach. Das werdet ihr aber gleich sehen. Und zwar die liebe Chrissy von Hello Chrissy und Tine von Christine Valeska haben mich im Speziellen getaggt. Deswegen machen ich oder wir machen natürlich mit heute. Und nochmal an alle danke, die mich auch noch getaggt haben. Unter 2 Euro. Oh, was hast du da gekauft? Also ich habe nämlich, weil erstens mal, weil ich kenne ja die Anja gut und auch ihr Instagram und so weiter. Und zu Anja gehört für mich immer irgendwie P2-Nagellacke. Ja. Stimmt das? Ja. Oder kommt mir das nur so vor? Vor allem die, die du gekauft hast. Genau. Und zum Glück hatte ich die Anja dabei und sie hat mir dann auch eine schöne Farbe empfohlen, denn ich habe so ein bisschen rumgeguckt, was ungefähr unter 2 Euro kostet. Und da ist mir natürlich gleich P2 und Essence eingefallen. Habe ich da so ein bisschen rumgeguckt. Ich habe auch ein paar von diesen P2 Volumen Gloss Gel Look Polishes. Und Anja hat mir nämlich ihre Lieblingsfarbe auch empfohlen. Und zwar, das ist die 010 Little Princess. Little Princess. Und bist du auch eine Prinzessin. Ja, endlich. Was hast du gefunden? Ja, also ich habe auch was von P2 gekauft. Und zwar, ich wusste eigentlich schon, als ich die Fragen gelesen habe, direkt, was ich da kaufen werde. Und zwar von P2, wie heißen die? Pure Color Lipsticks. Die mag ich total. Habe ich auch in meinem letzten Haul genau einen gezeigt. Echt? Ja, ich mag die echt. Ich finde die gut einfach so für den Alltag. Die trage ich einfach gerne im Büro. Ich kann die einfach so auftragen. Die haben schöne Farben. Und kostet 1,95 und ich finde einfach für die Qualität den Preis einfach top. Mhm. Ich habe mir jetzt heute die Farbe 087 Baker Street gekauft. Aber den kennt man, glaube ich, auch, oder? Irgendwie kenne ich den zusammen. Ja. Also ich glaube, den haben auch viele schon. Und das ist halt so ein Pink, schon ein bisschen so bläulich, also vielleicht könnt ihr es so sehen. Schon ein bisschen ins Bläulich gehende, also ein sehr kühler Ton. Und so, ich sag, so ein kühler Brombeerton irgendwie, oder? Ich meine, du kannst vorhin das beschreiben, ja. Nee, also ich finde find den rosa, rot einfach. Genau, und ich finde den aber auch sehr deckend und echt gut eigentlich von der Qualität. Und für 1,95 kann man nichts sagen, ich mag die echt total. Ja. Also. Die zweite Frage sind unsere Summer Must-Haves. Was hast du denn da bei gefunden? Summer Must-Have, genau, habe ich auch ein bisschen rumgeguckt. Ich dachte erst, ich kaufe vielleicht Sonnenmilch oder sowas, aber das ist so typisch, was jeder kauft. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir eine Sonnenbrille. Es ist ja ein typisches Summer Must-Have und im DM gibt es wirklich eigentlich auch ganz coole Sonnenbrillen. Ich hatte ja auch wirklich schon ein paar gekauft, auch meiner Tochter kaufe ich da ihre kleinen Sonnenbrillen. Echt? Wirklich immer, ja. Die hat sich gerade letzte Woche eine weiße ausgesucht. Und da habe ich ein bisschen geguckt. Ja, und ich fand die ganz schön, weil die ist so nude-farben und hat die Ecken hier so ein bisschen abgerundet, so silber abgesetzt. Und ja, ich finde die ganz schön und sind auch recht günstig im DM. Und ja, das ist jetzt mein Summer Must-Have. Ja. Meine Sonnenbrille. Ich habe so ein bisschen überlegt, was brauche ich im Sommer am meisten, so in der Sonne und so weiter. Aber wenn ich in die Sonne gehe und auch, erzähl es keinem im Solarium, und manchmal ins Solarium gehe und sowas, achte ich echt sehr auf meine Lippen, weil ich kriege wirklich eigentlich sehr selten einen Sonnenbrand. Und, aber wenn ich ihn kriege, dann richtig meistens. Meine Lippen sind wirklich empfindlich. Also ich kriege, wenn dann auf den Lippen echt dann Sonnenbrand. Auch, und die werden dann sehr trocken und ich achte auch wirklich sehr auf meine Lippen, dass sie nie trocken sind und so weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole ein Labello und zwar mit Lichtschutzfaktor 30. Das ist auch in der Sun Protect Reihe mit drin und das ist echt ganz gut. Und für den Urlaub, der irgendwann mal demnächst ansteht, ist das, glaube ich, auch ganz gut. Auf jeden Fall, ja. Die nächste Kategorie ist ein untypisches 2-in-1 Produkt. Ja, was hast du? Oder nicht? Ja. Und zwar, ich habe mir überlegt, also es gibt hier einige Sachen, die man auf verschiedene Weise verwenden kann. Aber was das mich am meisten anspricht, ist zum Beispiel was ich für meine Augen und für meine Augenbrauen verwenden kann. Weil es ist dann schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, finde ich. Und dazu ist so ein brauner Lidschatten eigentlich ganz gut. Das ist jetzt so ein bisschen so ein braun aschiger Ton, der ganz gut zu meinen Augenbrauen passt. Und zwar, das ist von Catrice Absolute Eye Color in 80 Go Charlie Brown. Und ich finde, selbst wenn man das jetzt als Lidschatten und als Augenbrauenpuder nimmt, sieht man trotzdem nicht, dass es offen, also dass es wirklich beides das gleiche Produkt ist. Deswegen finde ich das ganz gut universell einsetzbar. Ja. Und du? Ja, ich habe mich für ein Öl entschieden. Und zwar, das hier ist ein Beauty-Öl. Steht sogar Multitalent drauf. Ich habe es aber jetzt nicht gekauft, weil hier jetzt 4-in-1 steht. Also ich kann euch mal vorlesen, was das hier macht. Das ist ja wie gesagt ein Körperöl.
das pflegt Narben, beugt Dehnungsstreifen vor gegen trockene Haut und für straffe Haut. Und ich habe ja sehr trockene Haut. Wenn ihr meine Videos kennt oder mich verfolgt, wisst ihr, das ist ja meine Haare, meine Haut. Bei mir ist alles immer trocken. Und ich bin total der Öl-Junkie. Ich muss das komplette Gegenteil von mir. Von daher ist es wirklich für mich auch was, wenn ich mir jetzt das auf den Körper schmier, kann ich mir das auch gleichzeitig in die Haare schmieren. Also in meinen Haaren schadet das wirklich überhaupt nicht, weil die saugen alles einfach so auf. Und ja, ich dachte, man kann doch mal ein Körperöl, wie gesagt, gerade wenn man mal auf Reisen ist oder irgendwie was, da hat man einfach, ja, oder für den Urlaub, da hat man einfach so ein Öl dabei und das kann ich mir auch in die Haare schmieren. So, dann als nächstes haben wir die Nummer 4 und das ist Out of Your Comfort Zone. Jetzt haben wir uns überlegt, was heißt das Ganze? Wir haben so ein paar lustige Varianten uns überlegt, im DM auch, und dann auch so ein paar Sachen gefunden. Ja, ja, fang du mal an. Ja. Du hast was sehr Schönes. Ich habe was ganz Tolles rausgesucht. Also, ja, wir haben ja gedacht, wir suchen uns Sachen aus, die wir einfach ja, noch nie benutzt haben oder, noch, oder einfach nicht benutzen. Ja? Ja. Und ich habe jetzt so ein bisschen sind, wo man denkt, ja, brauche ich das jetzt oder? Ja, und wie heißt das überhaupt? Ja, ich habe schon mal sehr gut. Ich wollte Schaber sagen, aber also das ist ein Zungenreiniger. Zuallererst möchte ich sagen, ich pflege meine Zähne und meinen Mundhygiene natürlich schon und ich putze auch meine Zähne, aber natürlich mit der Zahnbürste, weil ich kenne diese Zungenreiniger, aber ich ekel mich davor. Ich finde es irgendwie eklig, diese Vorstellung, sich irgendwas von der Zunge zu schaben. Keine Ahnung, ich habe das noch nie benutzt. Das ist out of my comfort zone, weil ich das noch nie... Mit Duo-Funktion, hallo? Oh, mit Duo-Funktion. Was ist die... Ja, ich habe da hinten irgendwie gesehen, da gibt es eine harte Kante und eine weiche Kante. Geil. Also für den groben Dreck. Also für den groben, der harten Kante. Harte Schabkante für die Entfernung von hartnäckigem Zungenbelag. Achtung, bei meinem Schritt sowas schon. Zweiter Schritt. Speziallamellen für die effektive und sanfte Endreinigung. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du wirklich das so als dieses Zopfding verwenden. Die gab es früher mit so einer Schlingel oder so ein Zopf. Ja, ich weiß. In den 90ern. Ja, genau. Unserer Jugend. Hallo, wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer... Ja, also das ist mein Out of My Comfort Zone Produkt. Ja. Ja. Und deins? Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich bin nicht so der Fußfan. Und so Fußpflege und sowas ist echt nicht so mein Ding. Ich weiß nicht warum. Aber man sollte das ja wirklich machen, ne? Man sollte ja wirklich seine Füße irgendwie, vielleicht dann Fußpflege pflegen lassen oder sowas. Ja. Aber ich bin, vielleicht sind meine Füße von Natur aus etwas pflegeleicht, ich weiß es nicht, aber ich sollte das auf jeden Fall irgendwie mehr in Angriff nehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir mal einen wunderbaren Bims-Schwamm. Ja, irgendwie kenne ich nur Bims-Stein, aber jetzt habe ich mal das gesehen. Ich denke, das ist irgendwie, also es ist auf jeden Fall für Hand- und Fuß-Hornhaut-Entfernung. Ja, da steht aber auch Schmieren. Wie hieß das andere Wort? Schrunden. Schrunden. What the fuck? Also auf jeden Fall. Was sind Schrunden? Wisst ihr, was Schrunden sind? Dann schreibt es in die Kommentare. Habt ihr schon mal diese Werbung gesehen? Irgendwie Schrunden sein? Oder könnte ich jedes Mal rein? Das ist so ein ekliges Wort. Das ist einfach so widerlich. Schrunden. Beseitigt aber nur Schwielen und keine Schrunden leider. Und Hornhaut an Füßen sowie Händen. Wirken nach Bindung Wasser. Sogar gegen größte Verschmutzung. Das ist gut zu wissen. Oh, endlich. Man könnte es ja mal ausprobieren. Vielleicht für den Sommer Flipflops und so, im Winter vernachlässigt man ja gerne mal die Füße. Deine Schrunden. Meine Schrunden kommen dann zum Vorschein. Die könnte man dann im Frühling und Sommer wieder wegmachen. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt sowas mal gekauft habe. Das erste Mal in meinem Leben. Endlich sind wir dann mal sauber. Ja, Zunge und Füße. Sollten Männer auch benutzen. Das fand ich auch sehr cool. Und was hast du? Und zwar, ich habe nämlich etwas aus Erfahrung gekauft. Und zwar, das ist einmal die Garnier Skin Naturals BB Cream Augen Roll-On. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus wie früher. Ja. Und zwar, ich kenne ein paar Männer, die ihre Augenringe nicht so gerne mögen. Und dann ist für Männer ist das natürlich schwierig, ne? Weil du kannst ja nicht einfach Concealer dann draufschmieren, das so sieht man ja. Und ich kenne ein paar, die dann dieses Produkt hier verwenden. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht als kleiner Tipp für, wenn ihr zuguckt und Männer seid und Augenringe habt oder wenn eure Freunde vielleicht damit Probleme oder immer rumnörgeln mit ihren Augenringen und so weiter, ist es eine gute Sache, weil das ist relativ unauffällig, finde ich, und es erfrischt schön, auch mit dem Rollerball. Und deswegen finde ich, dass das auch ein Produkt ist, was Männer verwenden sollten oder können, wenn sie Bock drauf haben. Ja, und auf jeden Fall, Und du? Also ich habe mich für eine
reinigende Maske entschieden, weil ja, ich dachte irgendwie, Männer können ja auch mal ein bisschen so ihr Gesicht pflegen, also Cremes oder so, ist ja schon so ein bisschen gängig vielleicht auch, oder Aftershave-Sachen oder was es da alles gibt. Aber so Masken, denke ich mal, machen eher die weniger, ja, das ist die Männer. So, das ist so ja, ein Zwischending, ja, zwischen aber ich finde es trotzdem, genau, weil ich finde es trotzdem gut. Und ich habe jetzt extra eine genommen, die recht neutral jetzt so erscheint. Das ist wirklich nur zur Reinigung und sie ist blau. Ich mag die Maske, ich finde die echt gut und sind günstig. Das ist, glaube ich, auch gut zum Einstieg für einen Kerl. Das hat gesagt, Schatz, guck mal, das ist für Männer, das ist blau und alles und hier. Und dann gesagt, ja, okay. Und dann irgendwann könnt ihr dann mit den rosa Glitzermasken ankommen. Genau. Dann, okay. Also das könnt ihr ja mal eurem Freund vielleicht oder falls auch männliche Zuschauer unter euch sind, ruhig auch mal austesten. Genau, sowas, ja, finde ich auch. Genau. Und dann haben wir jetzt noch die sechste Frage und zwar ist für den anderen beste Freundin etc. steht da. Jetzt haben wir uns überlegt, wir machen das einfach so, dass wir uns gegenseitig unser liebstes DM-Produkt sozusagen kaufen, ne? Ja. Und wir haben sowieso ein bisschen drüber geredet, was wir so alles toll finden. Und dann haben wir mal überlegt, welches Produkt würden wir wirklich einander empfehlen sozusagen. Ja. Und ich fange mal kurz an. Und zwar, ich habe hier mein Essie Good To Go Top Coat, weil ich habe mir echt überlegt, das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten kaufe im DM, weil ich es echt gut finde. Und da du ja auch gerne deine Nägel lackierst. Ja, ich habe den auch. Ja, und da habe ich gedacht, das ist echt eine gute Idee für dich sozusagen, deswegen bitteschön. Dankeschön. Das braucht man echt immer. Ja, also ich finde es auch gut. Ist der auch wirklich gut. Ne? Ja. Nagellack trocknet auch viel schneller und glänzt einfach total schön, hält auch länger. Ja. Gerade auch über Glitzernagellack oder sowas, da glänzt es nochmal richtig. Ne? Mhm. Und ja, ich habe den auch schon oft gekauft. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe auch mein Lieblingsprodukt gekauft. Viele von euch, falls ihr mich auch schaut, kennen das Produkt, weil ich es auch schon sehr oft nachgekauft habe. Und zwar ist es der Manhattan Eyemazing Liner. Und erstens ist es wirklich mein liebster Eyeliner aus dem DM, den ich wirklich schon sehr, sehr oft nachgekauft habe. Den habe ich bestimmt schon seit einem Jahr so im Gebrauch und kaufe ihn regelmäßig nach. Und da ich ja auch weiß, dass die Becky genauso Eyeliner-Junkie ist wie ich und täglich Eyeliner trägt. Ne? Ja, und er hat halt so eine lange Filzspitze. Und finde ich richtig gut. Ich habe mir jetzt auch gleich wieder gekauft, dass ich ihn auch wieder habe. Bin ich mal gespannt, ob er dir auch so gut gefällt und wie du ihn findest. Ja. Ja, weil ich finde, ich habe da irgendwie noch nie dran gedacht, mal in dem Bereich zu gucken. Vor allem auch bei Manhattan und Catrice gibt es ja auch so einen ähnlichen. Ja. Und ich finde, sieht auf jeden Fall gut aus und hat auch beim Testen sieht er auch ganz gut aus. Also ist wirklich auch sehr tiefschwarz, was ich auch mag. Weil so Filzstifte habe ich auch schon wirklich welche gehabt, die ich gar nicht gut finde. Ne? Die wirklich da malst du und da kommt irgendwie nichts raus. Ja, so oder nach einer Woche ist er irgendwie leer oder so. Und der hält auch recht lang und ist wirklich tiefschwarz. Ne? Dann bin ich und gespannt. Also ich mag ihn. Dann wären wir mit den traditionellen Fragen eigentlich schon fertig. Ja. Jetzt haben wir uns noch eine Special extra Bonus-Kategorie überlegt. Genau. Und zwar, da wäre so ein alte Hausmittelchen kennt, ne? Hausmittelchen. Ja, und zwar praktisch unsere, weil im DM gibt es ja nicht nur Schminke, sondern auch eine schöne Haus, wie sagt man da? Haushaltsartikel. Haushaltsartikel. Oder so gute Hausfrauen sind hier. Und zwar, da habe ich mir überlegt, was kaufe ich am meisten bei dem DM, was das angeht. Und da habe ich mir überlegt, am meisten kaufe ich eigentlich Ariel Sensitiv Waschmittel, aber das ist ja boring. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das, was im Endeffekt auch sowas in der Art ist, aber egal. Und zwar, das ist der Sacrotan Wäschehygienespüler. Schön hier. Und der entfernt 99,99% aller Bakterien beim Waschen und ich gebe das echt gerne zu Handtüchern und sowas mit dazu. Oh, das ist eigentlich echt gut, ne? Ja, weil ich habe auch ziemlich empfindliche Haut und dann finde ich das manchmal ganz gut. Oder das Bettwäsche und sowas muss ich auch öfters waschen, weil meine Haut eben so empfindlich ist, bla bla. Ja, ja. Und da gebe ich halt gerne mal diesen Reiniger noch dazu, weil man weiß ja auch nie, was in der Waschmaschine alles da rumlauert. Ja, das stimmt schon. Und, was hast du? Du hast was Interessanteres auf jeden Fall. Ja, genau. Ich habe jetzt nicht was gekauft, was ich jetzt schon ewig kaufe oder was schon mein liebstes Produkt irgendwie ist, sondern was ich jetzt ganz neu auch mal dort entdeckt habe und gekauft habe. Und das habe ich auch schon mal geinstagrammt. Und das ist von Febreze ein Sleep Serenity Bedding Spray. Das ist voll gut. Und das habe ich auch selber so mal gesehen auf Instagram und dachte, ich suche das mal und habe es dann auch im DM entdeckt. Also ich sprühe mir damit das Kissen ein und die Bettwäsche und es riecht so lecker nach Lavendel und ein bisschen auch so nach Vanille.
Und das riecht einfach so gut. Das war auch gar nicht so teuer. Ich glaube 2,75 oder so. Mhm. Und ich meine, das hält ja voll lange, da spürt man ja nicht viel. Und das ist echt geil, wenn man da so, das riecht so gut auf dem Kopfkissen, man legt sich hin und dann hat man einfach immer so diesen, ja, und Lavendel beruhigt er und für einen guten Schlaf und so. Ja, das ist mein Haushaltsartikel. Ja. Und dann war es das schon, ne? Ja. Haben wir es schon geschafft, das unser kleiner schon. Haul. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir müssen uns überlegen, wen wir noch taggen. Hast du eine Idee? Genau. Genau, wir haben uns überlegt, wir taggen auch natürlich noch zwei Personen jeweils. Ja. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne meine kleinen Schäfchen taggen und zwar einmal die Merna Mariella und einmal Tessa von Mädchen auf Wolke 7. Vielleicht habt ihr sie gesehen und ich finde nämlich ihre Videos und natürlich Mernas Videos auch toll. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr beide auch mitmacht. Und du, wen hast du denn? Ich tagge die liebe Saskia von Saskias Beauty Blog, meine Liebe. Ich hoffe, du machst auch mit. Und noch die liebe Mira von Funny Pilgrim. Die geht nämlich auch sehr gerne zum DM und vielleicht, ja. Hast du auch Lust, damit zu machen? Genau. Ansonsten kann natürlich jeder mitmachen, der Lust hat. Ihr könnt mir gerne auf Twitter oder Instagram eure Links schicken. Das würde mich sehr freuen. Und dann war's das für heute. Wir werden jetzt mal unsere tollen neuen Schrumpfen nehmen. Ich gehe mir jetzt mal den Zunge abschaben. Ich wasche mir jetzt mal die Füße. Und dann war's das für heute. Und ja, schaut auf jeden Fall bei Anja noch vorbei, denn wir machen jetzt noch ein Video zusammen und das wird bestimmt lustig. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder und bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.